Hey Leute, wir sind heute in Bremen beim MPI, Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Und der Tom, hallo Tom, hi, hat mich angerufen und gefragt, ob ich ihm helfen kann. Er hat hier ein Süßwasserbecken in Betreuung, wo er nicht mehr weiterkommt. Wir haben hier diverse Probleme, werden wir gleich mal drauf eingehen. Aber eine besondere Freude, der Jörg ist mitgekommen, weil Jörg wohnt hier eigentlich fast um die Ecke. Fast um die Ecke, genau. Hatte über Umwege mitgekriegt, dass ich hier bin und hat gefragt, ob er ein bisschen helfen kann. Und dann habe ich gefragt, kannst du mir die Kamera heute machen? Und du hast gesagt, machst du, ne? Ja, sicher. Genau, ja. Und so wird es heute ablaufen. Wir werden dieses Becken hier auseinandernehmen, ein bisschen Federanalyse betreiben und dann auch wieder schön einrichten, optimieren, wo wir können. Ja, willst du dir einfach die Kamera dann schnappen? Was haben wir denn eigentlich alles dabei? Jede Menge Zeug. Müssen wir uns jetzt irgendwie durchkämpfen, Jörg? Ja. Aber werden wir schaffen, ne? Machen wir hinten auf. Ja, also erstmal brauchen wir eigentlich alles zum Abbauen bzw. zum Leermachen. Schläuche und sowas, hat er gesagt, sind da. Dann gucken wir jetzt erstmal. Jede Menge Deko. Die Kiste brauchen wir auf jeden Fall auch. Ja, Deko im Überfluss. Deine Packorganisation ist so semi, ne? Packen wir erstmal ein bisschen was auf den Wagen. Ich habe übrigens für dich eine Radeon dabei. Oh, danke schön. Ja. Sehr nett. Kann ja jetzt nur zugucken, musst du alles alleine auspacken. Ja, du kannst ruhig zugucken, ist jetzt nicht so wild. Hier, die tollen Dingssteine, wie heißen die nochmal? Drachensteine. Hä? Drachensteine. Drachensteine, ja. Drachensteine. Ich finde die ja schön, aber ich finde die auch speziell. Ja gut, das ist halt das Ding, dass du ja nicht alles nehmen kannst, ne, für so eine Einrichtung. Gerade wenn man so das System fährt, was ich da mache, dann musst du ja ein bisschen darauf achten, dass du jetzt keine KH-Bildner hier irgendwie ins Aquarium transportierst. Und da kommt ja nicht so viel für in Frage. Geben die nicht ab, weil die so kalkig ja eigentlich aussehen. Ja. Ich gehe eigentlich immer sicher und nehme Lava. Da ist nichts drin. Da habe ich schon Säure drüber gekippt und alles, was man halt so macht. Erstmal wird getestet. Ich nehme mal eben noch mein Werkzeug hier mit. Kann ich schon rein? Das kann schon weg, ja. In der marinen Mikrobiologie gibt es natürlich auch ein Meerwasserbecken. Ja, was macht ihr denn hier eigentlich? Erzähl doch mal. Interessiert mich schon brennend. Ja, also wir sind halt Meeresforschungsinstitut und machen marine Mikrobiologie, untersuchen halt vorwiegend die Bakterien, die im Meeressediment und im Wasser leben. Also es gibt noch Arbeitsgruppen, die noch andere Forschungsgebiete haben, zum Beispiel Symbiosen, die Symbiosegruppe, die Bakterien, die in Muschelkiemen leben, in der Symbiose mit der Muschel untersuchen und so weiter. Also vorwiegend aber marine Mikrobiologie, sagt das ja schon, was wir machen. Ja, also Bakterien, alles Mögliche. Genau. Auch so ein bisschen Tiefseezeug, habe ich gehört. Genau, ne? Tiefsee. Wir haben Stationen, wo wir halt bis 4000 Meter tief den Meeresboden beproben. Wir benutzen dafür einen Unterwasserroboter, der vom Nachbarinstitut gestellt wird. Und wir sind dann da. Und das ist halt eine tolle Technik, weil wir dieser Unterwasserroboter mit Kameras ausgestattet ist und Greifer haben. Und wir können dann vom Bord, vom Forschungsschiff sagen, wir möchten gerne da eine Probe haben. Cool. Und dann fährt er dahin und nimmt dann da eine Probe. Ja, ja. Und du steuerst diesen Roboter? Nein, ich habe den mal gesteuert. Ja, ich habe den mal gesteuert, aber nur so testweise, mal so eine kleine Fahrstunde gemacht. Es ist nicht so einfach. Man kann ihn nicht alleine steuern. Das ist halt ein relativ kompliziertes Teil mit 6 Motoren und 2 Greifarmen. Ja, okay. Und das geht also nicht alleine. Nee. Ja, schön. Klingt ja spannend. Ich habe ja schon gesehen beim Reinkommen, ihr habt da drüben auch ein schönes Meerwasser-Aquarium, was wirklich fantastisch steht. Ja. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass dieses Aquarium hier im Süßwasserbereich genauso schön wird wie das da hinten. Genau, das ist mein Anliegen. Und denke ich, wir legen auch mal los. Ja, ne? Genau. Genau, machen wir jetzt. Ja, Jörg, was sagst du denn? So ein bisschen problematisch hier teilweise, ne? Also, wir haben ja definitiv jede Menge Cyanobakterien, Algen drin. Aber das sind ja nur Symptome. Letzten Endes hat es ja verschiedene Gründe, warum es so aussieht. Das eine ist natürlich immer grundsätzlich Pflegeaufwand. Aber dann so würde ich sagen, die ganze Konfiguration, ne, vom Bodengrund angefangen, über die Filterung, passen halt viele Dinge wahrscheinlich nicht zusammen. Das ist übrigens eine Meerwasseranlage, muss man dazu sagen, mit einem Technikbecken, was auch noch im Anschluss ist. Das bringt Probleme mit sich, ne? Thema Gasaustausch, CO2, was hier reingebracht wird, entgast sozusagen hier wieder.
wenn wir hier so einen Überlaufschacht haben. Das wird oft gefragt, warum wir keine Aquarien im Süßwasserbereich mit Überlaufschacht machen, weil man halt einfach einen unheimlichen Gasaustrag hat. Dadurch, dass wir Sauerstoff eintragen ins Wasser, geht halt eine Menge CO2 wieder verloren. Und das, was wir aufwendig zugeben, was ja am Ende auch Geld kostet, hauen wir uns selber wieder raus. Von daher ist ein Außenfilter an der Stelle immer besser. Und wir haben jetzt hier auch einen Außenfilter. Das heißt, wir würden dann gucken heute, dass wir das Technikbecken vielleicht sogar komplett ausbauen. Auf der anderen Seite müssen wir alles rausschmeißen jetzt erstmal. Erstmal muss alles raus. Neuen Boden dabei, neue Deko dabei und gucken jetzt einfach mal so, dass wir durchkommen. Ich würde auch sagen, wir legen einfach direkt mal los. Wir werden die Fische als allererstes mal evakuieren in eine Wanne. Dafür pumpen wir jetzt erstmal Wasser darüber und schauen, dass es denen dann gut geht. Das heißt, wir werden eine Filterung installieren. Also ein zweiter Filter ist eigentlich immer ganz gut für die Redundanz. Also wenn erstmal einer ausfällt, hast du auf jeden Fall einen zweiten. Und wenn du einen sauber machst, du kannst halt den Filter komplett reinigen und hast trotzdem eine zweite Biologie am Laufen. Das ist immer sehr praktisch. Von daher, ja, vielleicht ergänzt man den dann einfach durch noch einen kleineren. Dann hast du auch ein bisschen mehr Strömung. Du sagst, es gefällt dir, wenn die Pflanzen so ein bisschen wedeln. Ja, das war bei der Pumpe, die alte aus dem Meerwasserbereich, also die jetzt hier unten ist. Ja, die hat halt Dampf gehabt. Ja, die hat Dampf gehabt. Ne? Und das war aber schön, weil die Vallisnerien dann so richtig schön in der Strömung sich bewegt haben. Ja, das fand ich immer ganz schön. Du hast halt im Süßwasseraquarium, wenn du viel Strömung hast, oft das Problem, dass sich da bestimmte Algen absetzen. Also Pinselalgen, diese schwarzen kleinen Büschelchen und so. Ja. Die lieben das. Und gerade wenn du dann so Vallisnerien hast oder so, dann hast du ganz oft so Algenränder. Ja. Ähnlich jetzt so, wie man das da auch schon sieht. Ne? Ja, ja. Von daher gucke ich eigentlich immer, dass die Strömung so ein bisschen mäßig ist. Die Durchmengung so vom CO2 und Düngestoffe und sowas, was du so reingibst, das findet eh statt. Ne? Ob das jetzt schnell geht oder langsam. Also wir haben Becken, da ist ganz wenig Strömung drin, funktioniert alles wunderbar. Aber ich denke, das Filterbecken ist ja zum einen sehr laut, finde ich. Ne? Also ist die Einstellung wahrscheinlich nicht so perfekt. Und es hat halt wirklich den Nachteil, habe ich dir eben schon gesagt, wenn du die Filtermaterialien mal wechseln willst, dann hast du eine Riesensauerei hier. Sind das Daytime Matrix oder was sind das für welche? Genau, die Lampen sind die Daytime Matrix. Die sind auch noch nicht so lange hier drauf. Vorher waren hier noch T5-Röhren drüber, 4 Stück. Und seit kurzem oder seit einem Jahr habe ich jetzt diese hier, weil ich das gerne mal ausprobieren wollte, wie es ist mit LEDs. Bei den Daytime Matrix immer so die nächste Frage, wie sind die denn bestückt? Weil das ist ein unglaublich modulares System. Ne? Ja, genau. Das fand ich aber gerade ganz gut, weil das sind so einzelne Cluster. Ich kann das umdrehen. Mhm. Die einzelnen Cluster, die kann man halt, ja. Geblitzdingst. Und die kann man halt erweitern oder mit anderen Farbspektren ausstatten. Das fand ich halt ganz gut dabei. Birgt aber auch immer das Risiko, dass man irgendwo beim Spektrum daneben greift. Ne? Das weiß man ja gar nicht so, ne? Was dann da optimal ist. Man kann es ja auch gar nicht messen. Man sieht, okay, sieht schön aus, ja, das ist eine. Aber manchmal weiß man ja gar nicht, was kommt da eigentlich so raus. Ne? Das ist dieses zweischneidige Schwert bei LEDs. Genau. Du kannst super viel machen, dann kannst du auch super viel verkehrt machen. Ich habe jetzt mal die Förderpumpe hier ausgemacht, die Rückförderpumpe. Das ist gleich leise. Und es ist gleich leiser. Ne? Die war die ganze Zeit so ein Gurgeln drauf. Und das haben wir jetzt mal eliminiert. Gucken wir erstmal, dass wir einen Filter ausbauen und die Wanne voll kriegen, damit wir gleich, wenn wir die Fische fangen, dann nicht auch schmutziges Wasser drin haben. Ich gebe mal einmal Energie drauf. Ne? Mach mal. Ein hervorragender Assistent, merke ich. Ja, ne? Ich bin auf Zack. Ich freue mich total, dass du mit hier bist. Das freue ich mich auch, ja. Das versüßt mir den Tag. Sozusagen. Das war ja sogar mal der Plan. Hm? Wir wollten mal was zusammen machen. Wir wollten mal was zusammen machen, ja. Genau. Ich habe gesagt, ich schleife dich mal einmal durch hier. Eieiei. Ja, das ist schon was älter. Das hat schon ein paar Tage drauf, das Becken, ja. Ich habe hier irgendwo mal so ein Ding abgestaubt. Und die sind ja, kennst du die noch? Ja, klar. Das ist echt gut, ne? Die sind wirklich super, die laufen auch ewig. Packen wir jetzt aus dem Außenfilter, den wir jetzt gleich rausnehmen, packen wir da ein bisschen Filtermaterial rein. Damit wir einfach eine aktive Filterung jetzt gleich haben. Ne? Sehr professionell. Aktive Filterung. Für aktive biologische Filterung. Ja, lass mal machen. Ne, machen wir. Ich finde ja, bei sowas macht man manchmal mehr Sauerei als was Gutes. Also wenn du jetzt einfach nur den Filter so reinhängst und die Fische da reinsetzt, dann gebe ich denen 3-4 Tage, dann war es das. Ohne. Ach, jetzt weiß ich, wovon du redest. Nachher werden wir das wieder starten. Nein, gar nicht. Oder für jetzt. Für die Wanne da. Also wenn wir jetzt die Fische da reinsetzen und die lassen wir jetzt 10 Tage da drin, wir setzen die ja nicht direkt wieder rein. Das ist ja kein Meerwasseraquarium. Okay. Nitrit ist ja doch toxisch. Und habe ich mal gehört. Das ist aber auch schwierig. Ach so, alles. Das machst du immer so. Ist mir nie aufgefallen in den Videos, dass du das so praktizierst. Doch, tatsächlich. Der Säule ist immer so voll mit Ammonium, ne? Ja, der killt dir alles. Ja. Genau. Rückschlagventile werden oft überbewertet. Findest du?
Ich finde so bei CO2-Anlagen und so ist das schon angebracht, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Ich sehe jetzt hier spontan keins, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob hier überhaupt eins dran ist. Nee, eigentlich ist das hier mit dran wahrscheinlich, ne? Ja, da wird es wahrscheinlich sein, ja. Dann bringen wir das Ding schon mal in Sicherheit. Hm. Weiß der Tom denn, dass jetzt hier 10 Tage lang eine Wanne steht mit Fischen? Ja, das habe ich ihm gesagt. Okay. Das ist einer von diesen neueren E-Heim-Filtern, der mit Netzteil läuft. Bin ich gar kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja immer für Niedervoltspannung am Aquarium, aber beim Außenfilter hat sich mir das noch nicht so erschlossen, warum man das macht. Ne? Weil wir haben eigentlich den Stromeingang, also das ist ja immer so die Schwachstelle, sag ich mal, bei jeder Pumpe, dass man da, wo das Kabel, ne? Die Stelle hier, wo das Kabel in den Filter reingeht, das ist halt mit Harz vergossen, man sieht das ja auch. Da haben wir meistens das Problem, dass da das Kabel bricht irgendwann, weil das Gummi da drum hart wird. Und dann haben wir Strom auf dem Wasser, aber das kann ja beim Außenfilter eigentlich gar nicht passieren. Das heißt, das ist ja alles verkapselt da drin. Ne? Der Läufer mit dem Magneten, da ist ja eine Kunststoffwand dazwischen. Also das habe ich noch nicht verstanden, warum man das macht, weil diese Netzteile sind immer eine Schwachstelle eigentlich. Ne? Also die Motoren so von Eheim, die laufen ja seit 25 Jahren in einem durch. Die machst du ja nicht einmal aus zwischendurch und die laufen und laufen und laufen. Und seit es diese Netzteile gibt, höre ich echt immer mehr Schlechtes. Habe ich auch schon selber gehabt. Konnte ich ein ganzes Aquarium nicht in Betrieb nehmen, nur weil ein Netzteil kaputt war und die ganze Steuerung von Eheim komplett versagt hat. Licht, alles. Ne? War einfach CO2, nichts ging mehr, nur weil ein Netzteil kaputt war. Und das sind schon so Sachen, da frage ich mich, ob das wirklich so ein Fortschritt ist. Man weiß es nicht. Aber du bist Team Oase oder kann man das nicht so sagen? Ich bin grundsätzlich weder Team Oase noch Team Eheim. Ich bin Team Eheim 1200 XL. Das ist dieser Professional 3, der halt mit 230 Volt läuft, einfach ein gigantisches Filtervolumen hat und alles über 600 Liter würde ich auf jeden Fall diesen Filter nehmen, weil der einfach genial ist. Dann gibt es da noch die Vorfilter von Eheim, die wir immer verwenden, die kann man auch draufstecken und dann hat man einfach ja, einen unkaputtbaren Filter, den man auch mal ein Jahr nicht sauber machen muss, weil der einfach läuft und läuft und läuft und läuft. Ja. Finde ich ja spannend, hier rauswuppen. Finde ich ja spannend, dass du in deinem Aquascaping-Projekt das nicht gemacht hast. Ne? Da bist du eigentlich voll auf den Liquid Nature. Ja, ist richtig. Sag den Namen nochmal eben. Stefan. Auf den Stefan. Genau, da bin ich auch. Sozusagen abweichend von dem, was du sonst tust. Ist eigentlich spannend. Ja, kann man schon sagen. Also ist für mich ja auch spannend gewesen. Ich muss aber sagen, dass ich ja auch schon einen von den Filtern abgebaut habe. Guck mal, keine Filtergarnelen. Keine Filtergarnelen. Ich stell dir mal in so eine schwarze Wanne rein, damit wir hier nicht alles versauen. So. Ja, jetzt gucken wir mal, was hier so verwendet wurde. Schwämme, das ist gut für uns. Vermutlich Standard, oder? Ja, das ist jetzt nicht so Standard. Das ist Siporax, glaube ich, ne? Ja, könnte. Mhm. Das ist. Bio-Igel, nein. Ja, guck mal. Anders. Aber. Das ist wiederum. Das gehört eigentlich, glaube ich, fester dran. Da müssen wir mal gucken. Aber die Schwämme sind schon gut für uns. Wie war das denn? Boah, ist schon was her. Irgendwie. Aber hier oben scheint irgendwas zu sein, dass man da drauf drücken muss. Bin ich auf dem Holzweg, Jörg? Weiß ich nicht, ich konzentriere mich gerade auf die Kamera. Das ist gut. Wir können mal tauschen. Kriegst schon einen lahmen Arm, oder? Genau. Wenn was nicht aufgeht, geht der Strahl gleich an die Werkzeugkiste. Wieso geht der denn nicht auf? Bitte, denn das war Wahnsinn. Ja. Könnte ich ja schon wieder ausrasten, ne, wenn sowas nicht funktioniert. Das kenne ich aber so nicht. Das kennst du. Meinst du, die haben das irgendwann mal geändert? So 94 oder so hatte ich mal so einen Filter. Ich kann mich ganz genau erinnern, das war anders. Den habe ich ungefähr jeden Tag sauber gemacht als Kind. Ach, weil ich immer dachte, das wäre gut, das muss so sein. Ne? Ich war auch jeden Tag einen Fisch oder eine Garnele kaufen. Das kann doch nicht sein. Was mache ich denn hier verkehrt? Ich kann das spüren, wie sich gerade tausende Leute zu Hause kaputt lachen, weil ich so einen blöden Innenfilter nicht aufkriege. Und wenn dann nur mit Werkzeug. Bist du sicher, dass man das nicht irgendwo eindrücken muss oder so? Gut, dass du es sagst. Hier vorne sind so Dinger drauf und man muss es eindrücken. Das hat früher nicht gegeben. Ja. Ich finde das ja jetzt spannend mit der ganzen Bakteriengeschichte. Wir sind ja auch hier im MPI für marine Mikrobiologie. Genau. Filterbakterien, überhaupt Aquarien, Mikrobiologie, immer sehr spannend. In der Meerwasserkulisse ist alles ein bisschen anders. Also wenn was hier so an Filtermaterial liegt, da kriege ich ja so ein bisschen, da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich überlege, dass wir ein Meerwasseraquarium haben. Im Süßwasser funktioniert die Welt halt ganz anders. Ne? Also wäre auch komisch, wenn es genauso wäre wie im Meer. Was mir hier auffällt, ist, dass der Filter relativ sauber ist eigentlich. Ne? Guck mal, da ist eigentlich kaum irgendwas drin. Naja, weißt du warum? Warum? Weil der ja nur ein Technikbecken angesorgt hat. Ach klar, sicher.
Der Schacht ist also ja im voller Prinzip Schimmel, ist ja, ne? Wirklich nur das Wasser gefiltert worden, was ja, ins Technikbecken kam über den Überlauf. Aber spülst du die jetzt zumindest mal so grob aus? Nein, gar nicht. Gar nicht, mit dem kompletten Dreck. Da ist, ist doch gar kein Dreck drin, guck doch mal. Angenommen, du hättest jetzt wirklich einen sehr verdreckten, ja, Filter, würdest du den schon einmal ausdrücken? Den würde ich dann hier in dem Wasser einfach einmal ausdrücken, damit er wieder frei ist. Aber grundsätzlich geht es ja null darum, dass ein Filter sauber ist, sondern dass wir Bakterien da drin haben. Ne? Also der große Irrglaube ist ja eigentlich, dass Filter dafür da sind, um Fischkot und sowas aufzusammeln, Pflanzenteile. Aber der ist ja eigentlich wirklich als Siedlungsraum für Bakterien gedacht, dass wir einfach kein Nitrit im Wasser kriegen. Ne? Weißt du, wo mein Gegenargument ist? Nitrifizierende Bakterien, ne? Ja. Leben ja in einem sauerstoffhaltigen Milieu. Du hast das Becken ja voll mit Dekoration. Also okay, wenn der Zoll nachher Ammoniak oder Ammonium rausgibt, weil er so krass überdüngt ist, ist das das eine. Aber wir haben ja Siedlungsflächen im Aquarium ohne Ende. Und dann ist ja schon damals in der Meerwasseraquaristik immer die Frage gewesen, warum muss denn noch mehr ins Technikbecken rein, wenn wir eigentlich schon Gestein im Aquarium haben? Verstehe ich. Aber tatsächlich klappt es nicht ohne. Es geht nicht. Also wenn du kannst ein filterloses Aquarium betreiben, dann bist du aber auch in der Fischmenge ziemlich limitiert, würde ich sagen. Also dann darfst du echt nicht übertreiben, was die Fische angeht. Und man merkt es einfach, ne? Wenn Filter nicht läuft oder du hättest nur Strömung drin, das Wasser wird trüb und die Fische werden krank oder sterben sogar. Ne? Also das ist einfach im Süßwasser so. Warum ist im Meerwasser Nitrit nicht wirklich toxisch? Weil der Chloridgehalt so extrem hoch ist im Salzwasser oder im Wasser. Und das Chlorid hindert sozusagen das Nitrit davon, in die Zelle zu gelangen. Ne? Also es gibt ja immer noch, wenn man so mal Fachbücher liest und sowas, steht überall drin, Nitrit im Meerwasser wäre mega toxisch. Ist aber gar nicht so. Also ich hatte in meiner Anlage immer Nitrit drin. Und es hat überhaupt nichts gemacht, ne? Gar nichts. Und das ist aber im Süßwasser ganz anders. Ne? Bei kleinsten Mengen Nitrit haben wir schon Probleme. Wir müssen halt einfach gucken, dass wir eine aktive Filterung haben. Ne? Und die haben wir jetzt. Das machen wir alles neu, oder? Die Auslaufbögen, die nehmen wir schon. Die machen wir uns vielleicht einmal sauber. Aber die Schläuche und alles machen wir neu auf jeden Fall. Becken mit Trockenschacht wird kaum mehr gemacht, ne? Ich mach das viel. Cool, also für Süßwasser super, für Meerwasser, ja gut. Reicht auch ein 40er Rohr eigentlich. Schöne Pumpe hier. Die sind auch unkaputtbar. Ne? Welche? Die Eheim, ja. Ja, im Gegensatz zu der zu den anderen, die davor steht. Der Schacht ist leer, ja? Ich glaube. Alter. Yes. Also ich würde nicht schwören drauf, dass der ganz leer ist. Der ja, immer so meine Lieblingsjobs, muss ich ja sagen. Ist noch ein Heizstab. Ist der aus? Oh. Das ist spannend, wie man spannend ist immer gut. Hast du eine, zeig doch mal. Hast du eine Säge? Eine Säge? Ja, weil das ist hier durchgezogen und dann oben mit Winkeln so verklebt. Ja. Nee, ich säge das hier unten ab. Guck mal hier. Guck mal, das erste darf ich. Das ist ja voll das Privileg, ne? Findest du? Oh, ja, finde ich schon. Der ist ja legendär. Schon was kaputt gemacht, oder? Also, wenn der Finger irgendwie nicht so richtig geht mehr, ne, dann können wir den damit auch auf jeden Fall aus dem Verkehr ziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann gucken wir, hier ist noch ein Kabel dahinter. Nee, dann mache ich das oben. Ja, mach lieber oben. Das ist ja viel cooler. Und das, so geht das, ja? Ja. Aber man muss das so ein. Nee, pass auf. So. Genau, du musst mit der Spitze quasi in das Rohr eintauchen. Er kommt. Alter. Jetzt musst du mal aber eigentlich, warte. Noch ein Stück weitermachen. Ja, aber das knallt das runter. Guck mal hier, was ich für Künste habe, mit dem Fuß aufgefallen. Ja, nicht schlecht. Ja, wer kann, der kann. So, der Müllhaufen. Ich bin ja wirklich Meerwasser-Aquarianer, ne? Also Süßwasser auch, aber hauptsächlich Meerwasser, da würdest du das ja nie tun. Ich glaube aber, an der Theorie ist durchaus was dran, dass zum Beispiel Kryptokorinen Bodenwärme mögen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Und das ist ja, also diese Durchströmung, dass dann sozusagen unten das Wasser erwärmt wird und dann nach oben steigt. Thermische Konvektion meinst du sowas? Ja. Das, ja. Aber ganz ehrlich, ob das jetzt einen Einfluss hat gegenüber einer Pumpe, die das Wasser eigentlich umwälzt, kann man dran glauben oder auch nicht. Aber Herr Stratmann, bitte? Bodenheizung. Ich halte das für Quatsch. Hältst du für Quatsch? Ja, tatsächlich. Kennst du die alten Artikel von nicht Horst Kipper, sondern der andere, das optimale Süßwasser-Aquarium? Nein. Kryptokorinen mögen Bodenwärme. Ist das so?
Also ich habe auf jeden Fall Becken 1976. stehen ohne Bodenwärme. Ja, die Kryptokoryen bei dir im Becken, die kommen aber so semi, ne? Bei mir jetzt im Scape. Im Scape ist semi, aber ich habe tatsächlich Becken, die so richtig verkrautet sind und da wachsen die wirklich ohne Ende, ohne Bodenheizung. Du steckst also da manchmal nicht drin, du hast zwei identische Aquarien eigentlich. Ne? Das eine läuft, das andere nicht. Ne? Warum auch immer. Also manchmal gibt es da Details, die wir gar nicht so wahrnehmen können anscheinend. Alter. Schwer? Sind die... Mach lieber mit beiden Händen. Kann ich brauche erstmal... Aus Erfahrung sagen. Weißt du? Ja, hab ich. Boah, Junge. Ist das ein Ding? Ist ein Ding, ja. Oh. Nee, es sind zwei. Aber, ja. Warte mal, ich zieh die mal hier rüber. Das ist ein Teil. Warte mal. Da muss man das eben wegmachen, sonst... Ich habe mir hier eben, hier muss ich jetzt unbedingt Cyanobakterien reinmatschen. Sonst werde ich hinterher noch zwei Cyanobakterien hier. So wie bei Spider-Man, der ist der auch Stickstofffixierer, der von der Spinne gebissen wird. Werde ich zur Cyanobakterie. Wie geht die denn da raus? Mit Konzept. Achtung, hast Decke. Ah, guck mal, da hing schon mal einer in der Decke drin, siehst du? Hast du? Ja, ich habe von der letzten Weihnachtsfeier. Sehr gut. Auch so eigentlich ein schönes Ding, ne? Das ist aber auch oben, das Ding hier. Den kriegst du nicht mehr hin. Nee. Ja, komm, dann zieh ich mal hier so ein bisschen was raus. Jörg. Was? Na, guck mal, die ist eigentlich noch echt schön, die Krypto. Nee. Ja, die machen wir auch. Komm, ja, aber, mal behalten. Aber also, ne, die ist halt voll veralt, ne? Aber ist ja egal, guck mal hier. Aber von der... So reicht doch. Wurzelstruktur ist die gut. Nehmen wir ein paar Kryptokoryen mit. Haben wir hier so kleine Stängelchen. Das reicht ja eigentlich. Kann man wieder einpflanzen. Was ist das, Venti oder was ist das? Das ist Venti, ja. Der Meeresbiologe kommt hier mal richtig ans Arbeiten, hör mal. Wie der hier in den Cyanobakterien drin rummatscht. Ja, da, das und ist so geil, ne? Macht schon Spaß auch. Es geht aber eigentlich, ne? So dreckig ist das gar nicht. Nee, so dreckig ist das nicht. Zeigt aber auch, wie wenig Nährstoffe dann im Boden sind. Wenn du dann keine gute Wasserdüngung hast, dann funktioniert das halt echt schlecht. Früher gab es das ja nur. In jedem Baumarkt bekamst du erstmal so einen Sack Kies. Ja, wobei wir ja immer schon Kommentare auch drunter haben. Ja, wir machen das mit Sand, läuft super und so. Super ist ja schon auch ein, wie soll man das sagen, ein dehnbarer Begriff. Fakt ist, mit dem Soil hast du halt erstmal ohne Ende Nährstoffe. Aber du könntest ja hier auch mit Düngekapseln dran gehen eigentlich. Ne? Also wäre jetzt auch kein Problem. Depotdünger oder sowas. Ja, und dann ist wieder die Frage, wäscht sich das bei einer relativ groben Körnung aus? Wann passiert das? Kann mir gut vorstellen, dass jede Pflanze natürlich irgendwo schon so einen Sweet Spot hat, ne? Was Wurzeldüngung angeht, was Wasserdüngung angeht. Und so alles über einen Kamm scheren wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Aber Sand wäre auf jeden Fall auch rein optisch, finde ich, jetzt nicht so meine erste Wahl. Willst du Vallisnerien behalten? Nein, auf gar keinen Fall. Dachte ich mir doch. Hau weg. Hier, Amano, Garnele. Ja. Da sind einige. Das ist gut. Die brauchen wir. Was hast du so für Pflanzen in deinem Becken? Ich verfluche den Tag, an dem ich Moos reingesetzt habe. Unterstreicht meine Erfahrung. Das ist tatsächlich irgendeine... Eine Sache, wo ich anfangs sagte, das sieht ja optisch, wenn du es im Griff hast, cool aus. Aber das ist eine elende Arbeit. Es ist eigentlich ist es nicht wirklich im Griff zu kriegen, nee, oder? Nee, kannst du nicht. Ich krieg das da auch nicht mehr raus. Also ich muss das Becken tatsächlich auch neu machen. Okay, cool. Und, das können wir ja vielleicht mal angehen. werde manche Sachen auch anders machen. Wie sieht's denn aus an der Fischfront, Jörg? Dann würde ich nämlich mal ein bisschen Wasser abpumpen, vorsichtig. Aber an Barben oder so siehst du jetzt auch nichts mehr bei dir da, ne? Bei mir sehe ich gar nichts. Wir haben eigentlich alles so was. Muss da ein bisschen Stecker ziehen, ne? Jetzt kannst du, glaube ich. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich den Schlauch schon weggepackt, muss ich ihn wieder dran machen, weil ich habe das Technikbecken vergessen. Aber Gott sei Dank habe ich den Jörg dabei, der mich auf sowas hinweist. Ich muss halt auch echt sagen, dass ich ein bisschen krank war. Und so ein, also wenn ich zwischendurch mal so gucke, dann liegt das daran, dass ich ein bisschen weggetreten bin. Der Traum jedes Aquarianer, das sieht cool, ne? Schon Spaß, ne? Eigentlich. Ja, ja. Ablauf und Zulauf. Das sind so Becken, da wird selbst ich vielleicht sogar mal einen Wasserwechsel machen. Das ist auch echt ein kleines Technikbecken. Ne? Das ist ja ultra flach. Also ich glaube, wenn du da mal Siff vorm Kamm hast, irgendwie Algen oder sowas, ne? Also jetzt im Meerwasserbereich, und du hast mal einen Zentimeter mehr Wasser im Becken, dann wird das schon ganz schön eng. Ne? Früher war da ein Sprühfilter drin. Ne? Also diese, kennst du diese aufgerollten Matten? Wo dann, ne? So wie ein Rieselfilter, nur Sprühfilter.
Also die waren genauso aufgebaut, dass im Prinzip die ganzen Komponenten so reingepasst haben. Sprühfilter, Abschäumer und... Wie hat sich da so ein Rohr gedreht oder was? Oder? War im Prinzip so ein Gehäuse, zeichnen wir mal. So ein Gehäuse und dann war einfach mit einem T-Stück mit aufgebohrten Seiten, Röhrchen und durch den Wasser. Aber dann halt hat sich das mit gedreht. Viel Sauerstoff, ja? Damit, ja, war ein Rieselfilterprinzip, ganz genau. Ja, krass. Ja. Nee, das kenne ich nicht, das könntest du mir mal zeigen. Wir können das ja mal einblenden. Ja, das ist aber 40 Jahre her. Jörg, wir müssen uns mal Gedanken machen, wie wir hier das Ding zukriegen. Was sind das hier für eine Trennscheibe eigentlich? Dicht ist die ja nicht, ne? Die ist hinten offen. Ja, pass auf, das sind diese Auflageflächen früher für zum Beispiel so einen Sprühfilter. Dann hast du die da so raufgesetzt, reingestellt und so. Schon ein durchdachtes System, aber baut halt keiner mehr, ne? Nee, ne? Irgendwie nicht. Ja, ich glaube, selbst im Süßwasser ist das eigentlich mittlerweile. Da gab es ja früher auch mit Rieselfiltern. Ich habe noch so ein altes Malawi-Buch, da hat sich jemand wie so ein Steckregal gemacht, so Körbe, und da lagen überall Filtermaterialien drin übereinander. Und dann 2 Meter hoch, alles so Türmchen gebaut. Heute machst du irgendwie einen Schwamm rein und gut ist er gefühlt. Ja. Hast du eine Sandschaufel dabei? Ja, ich habe doch hier das Kehrblech eben schon gehabt. Ach, ist das Goldene? Nee, das Goldene ist doch viel zu fein dafür. Da oben drauf, guck mal. Ah, machen wir das jetzt in die Spielzeugeimer hier rein, den ganzen Sand? Bleib ruhig, bleib ganz ruhig. Boah, was da immer für Massen drin sind, ey. Komm, ich der gute La Plata-Sand. Ich habe das Gefühl gerade, mit der Jörg, der mal locht hier voll einen weg und ich laber nur rum und mache eigentlich gar nichts. Ist voll. Ist fertig, ne? Da will er nicht mehr. Also ich habe jetzt gerade die Scheiben hier sauber gemacht. Die Ecke hier hinten war ganz schön zu. Da muss man dann mal eben mit der Klinge rangehen, wenn die Algen so hart werden. Sonst ist das hinterher ein bisschen schwierig. Den Rest vom Becken würde ich jetzt tatsächlich später mit dem Flipper machen, wenn wir wieder Wasser drin haben. Ich spüle gleich mal eben so die groben Kiesreste noch ab, dass wir die nicht hinterher auf dem Soil liegen haben. Was machen wir denn mit den ganzen Restcyanus, die hier noch so latent irgendwo in irgendwelchen Silikonnähten sitzen? Ist mir völlig egal. Wenn die kein Milieu mehr haben, dann wir können auch eine Handvoll da reinschmeißen. Die werden wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr da sein. Also Übertragen von Cyanobakterien halte ich für groben Schwachsinn. Man hört ja schon mal immer, ich habe mir die eingeschleppt bei dem und dem so. Ne? Ja, ja. Das gilt nicht, Freunde. Ja, seid ihr schon selber für verantwortlich. Weil ich glaube, viele kämen jetzt auf die Idee und sagen, ja, ich behandle das jetzt irgendwie, ich gehe da mal mit, keine Ahnung, Scheuerpulver ran oder sonst irgendwas. Hauptsache, das Ding ist blitzeblank und steril. Nee. Soll schon sauber aussehen hinterher, aber steril muss das nicht sein. Also wir holen jetzt hier den groben Schmutz noch raus und dann ist auch gut, ne? Dann machen wir uns an die Neueinrichtung. Das war's auch schon. Dann sauge ich eben den Rest raus und dann haben wir es ja eigentlich schon fast. Dann können wir hart skaten. Dann können wir richtig hart upskaten. Ein unmenschlicher Balocher. Ich stelle die, glaube ich, ein in Jörg. Kannst mir nicht bezahlen. Wo der Kamm ja weg ist, wegen Wasserstand, ist die Frage, ob der Wasserstand halt hier reicht. Ne? Ob man das sieht nachher. Sonst würde man ja eigentlich sagen, man lässt den ja eigentlich drunter, dass hier gar kein Wasser reinläuft. Ich würde ihm eh empfehlen, einen zweiten Außenfilter sich zuzulegen. Und dann könnte man den ja eigentlich durch den Schacht ansaugen lassen. Also kleben wir erstmal so und... Dann machen wir so rum rein. Ja. Aber du bist ja auch jemand, der sogar entfettet. Besonders bei alten Rohren entfette ich. Das ist der Cleaner. Das ist der Cleaner, genau. Wir kleben jetzt das Rohr für den Schacht, weil im Schacht ist nur eine Bohrung drin. Und die machen wir jetzt dicht, weil wir haben ja kein Technikbecken mehr. Das haben wir da unten raus operiert. Der Jörg klebt jetzt mal eben eine Kappe auf ein 40er Rohr. Nee, ich cleane erstmal. Jetzt cleant er erstmal. Ich cleane jetzt erstmal. Er reinigt. Ich habe das noch nie getan. Bitte? Ich habe das, glaube ich, noch nie getan. Hast du noch nie gereinigt? Oh, das ist aber schon ein krasses, fieses Zeug, ne? Guck mal, was das mit dem Rohr macht. Jetzt weiß ich aber auch, warum du immer Maske anhast. Boah. Ist heftig, ne? Ja, und dann macht das mal 2 Stunden irgendwo in einem Keller oder so. Das ist echt ätzend. So, wo ist denn Tangit? Den hatte mir der René empfohlen. Ich kenne den gar nicht. Streich den so ein bisschen ab und rein, das Ding. Perfekt. Kommt hier eigentlich auch gar nicht auf Schönheit an. Nee, überhaupt nicht. Du machst jetzt einfach nur den Schacht dicht, aber... Überhaupt nicht. Gut. Ach, guck mal, wie der da drüber peilt. Kim und Korn, das ich weiß nicht. Vorn, oder wie? Ja, dann können wir das ja auch eigentlich direkt da einsetzen. Ja, ich schmeiß das einmal da durch. Ja, ist gut. Ich laufe an dein Auto. Bitte? Und hol das Hardscape, dass wir Hardscapen können. Freust du dich da drauf? So ein bisschen.